Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. Na du, was machen wir denn hier? Keine Panik, die Map läuft noch, aber man kann eben hier, besten Dank an den Kollegen Martin war es glaube ich, einstellen, jawohl, dass man das hier nicht mehr hat, Teil abkippt. Multiplier. Habe ich hier auf 0 gestellt, das war irgendwie glaube ich bei 50, das heißt nichts anderes, wie dass eben diese Kacheln, die man freigeschaltet hat, keine Steuern mehr kosten. Jetzt haben wir aber ein anderes kleines Problem, nämlich, also das habe ich ja gemacht, sprich, wäre wieder normal, wenn ich jetzt hier aufs Spiel laden gehe und dann das hier laden möchte, beziehungsweise laden kann ich es, aber hier bei den Kartenoptionen, dann ist hier das unbegrenzte Vermögen ausgegraut. Also das heißt, ich kann das nicht wieder reaktivieren sozusagen, ja, dass wir eben tatsächlich mit Geld spielen. Oder habt ihr da eine andere Idee? Also, ihr seht, im Moment geht es nicht. Das heißt, wir laden mal das Spiel. Das geht eigentlich relativ zügig. Und dann kümmern wir uns nochmal ohne Geld um unser Miami, inklusive Miami Beach, würde ich vorschlagen. Anders geht es halt gerade nicht. Aber eben, falls ihr eine Idee habt, was da sozusagen falsch ist, was ich da machen kann, dann würde ich natürlich auch wieder mit Geld spielen. Jemand hat noch geschrieben, die Herausforderung ist ja gleich null. Das kann ja jeder. So spielen. Ja, das kann auch jeder. Ihr könnt das auch mit Geld. Das kann auch jeder. Das ist doch keine Herausforderung. Geht's darum? Nein. Also für mich nicht. Ich möchte eine schöne Stadt haben. Und das haben wir. Abgesehen davon, dass wir halt wieder Stau haben ohne Ende. Sollen wir uns jetzt gleich mal um den Stau kümmern? Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich hier unten, wenn wir schon die Nachfrage haben. Zumindest nach Büros und Gewerbe. Wir werden uns den Stau noch angucken. Jetzt möchte ich aber zuerst noch mal ein paar Büros machen. Damit wir hier unsere Skyline richtig schön hinkriegen. Ja, weil Platz haben wir ja. Also, dann wäre das natürlich hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Dann haben wir hier die Büros. Dann machen wir noch ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbe. Das wäre dann hier im Rücken und hier. Und dann lassen wir das mal gedeihen, würde ich vorschlagen. Gut, haben wir hier unten eigentlich auch Stau? Nö, das geht. Sonst hätten wir ja die Meldung. Wir würden sehen. Ne, da haben wir keinen Stau. Stau haben wir hier hinten. Und zwar mehr oder weniger überall. Irgendwie eine Autobahnausfahrt hatten wir, glaube ich, auch noch, die wir uns ansehen wollten. Wo wäre die denn? Hier oben wäre die. Genau, guck mal hier, dieses Ding hier. Das müssen wir tatsächlich anders machen. Und zwar, wir machen das mal zweispurig hier, würde ich vorschlagen. Dass das zweispurig hier reingeht. Die Müll, was machen die denn hier? Das ist sowieso irgendwie, sagen wir mal, so nicht ideal. Die sind sowieso völlig falsch. Beim Bulldozer. Kann ich irgendwie einstellen, warum man das wieder noch tatsächlich irgendwie einzeln einstellen muss, dass ich hier tatsächlich auch Untergrund... Wo haben wir es denn? Ich müsste den hier eigentlich abreißen können, weil der ist ja komplett falsch. Ich weiß noch nicht wo. Texturoberfläche? Ne, das sind ja auch keine Bäume. Ich teste das jetzt einfach mal. Nö, geht auch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Was ist denn das hier? Okay, wir schauen nochmal schnell. Bewegliche Objekte und Sims entfernen. Okay, Fahrzeuge und Ding. Okay, machen wir. Ah, jetzt hat es geklappt. Okay, weil man sieht, das ist ja eh falsch hier. Gut, danke auch für diesen Hinweis, weil ich habe ja noch gesagt, wir haben das nicht mehr. Also wir haben die Mod nicht mehr. Das stimmt so nicht. Also, Schnellstraße, 4 Spuren. Ändern bitte schön. Und zwar, wir gucken mal ab wo. Wir machen das mal ab hier sicher. So, 4 Spuren, dann den hier und dann hätten wir gerne hier vorne 2. Und zwar so müsste das eigentlich sein, jawohl. Dankeschön. Oh, und die Schienen ersetzen, das müssten wir halt auch noch. Und das hier ist natürlich auch Käse. Ist das so okay? Mach mal. Nee, das ist... Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas komplett verdattelt. Moment, nehmen wir das nochmal weg mit dem Bagger, beziehungsweise... Das müsste doch stimmen. Zweispurig hier rein. Warum geht das nicht? Das ist irgendwie ganz seltsam. Wir schnappen uns mal den Bagger. Achso, das ist natürlich jetzt hier an. Das machen wir aus. Dann müsste ich die Straße hier demolieren können. Wenn wir jetzt das hier nehmen und nicht ersetzen, sondern den hier benutzen. Nein, 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 Moment. Nicht ersetzen. Mach mal weg. Was habe ich jetzt eingestellt? Ja, jetzt geht's aber. Da rein. Und dann geht das nämlich wieder. Genau, da kann man hier links, hier kann man geradeaus. Das müsste schon mal helfen. Jetzt ist der Stau natürlich eher weg, aber das zählt nicht. Das ist geschummelt, weil, ja, die müssen sich erst wieder sortieren. Wenn das hier vierspurig wird, dann kann man hier einfach ausfädeln. Das müsste eigentlich machbar sein, ohne dass hier ein Riesenstau entsteht. Müsste man denken zumindest. Und hier vorne können sie ausfädeln und da können sie in die Richtung.
Oder sie können hier runter. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Und dann fahren sie hier in den Kreisel rein. Ja, und dann haben sie hier schon wieder ein Problemchen. Wohin zieht sich das? Oh, das hier oben. Das ist halt tatsächlich auch nicht ideal. Man sieht, die stehen alle. Hier haben wir ein Riesenproblem. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Das ist komplett nicht ideal. Ist das hier Einbahn? Das ist eine Einbahn. Dann kommt das hier... Ne, die können hier rauf oder könnten das. Aber die kommen hier nicht mehr rein. Wir müssen hier mal nochmal den Bagger haben. So, nimm das mal alles weg. Beziehungsweise das hier wäre okay. Ich nehme es trotzdem weg. Manchmal ist es besser, man repariert da alles. Irgendwie so hier runter und dann irgendwie da rein. Das ist eigentlich zu breit. Wie sieht es aus, wenn wir das so haben? Machen wir mal. Wäre dann mit Gegenverkehr. Hier oben ist aber immer noch Käse. Brauchen wir den Gegenverkehr? Die könnten hier eigentlich auch noch rein. Hier ist ja... Das ist ja eine Einbahn. Sollen wir hier auch mit Gegenverkehr machen? Nee, bringt eigentlich nichts, weil hier kann keiner rausfahren. Eigentlich wäre das so gar nicht schlecht. Komm, wir machen hier... Wir machen hier auch eine Einbahn hin. Zack, Einbahn da runter. Dann kann man hier trotzdem darauf. Und dann haben wir hier jetzt nichts mehr, das zu drehen. Nee, das ist okay. Also das geht von hier in eine Einbahn. Die müssen halt hier dann drehen. Also wir machen hier auch eine... Wir machen hier auch eine Einbahn hin. Zack, okay. Beziehungsweise kann ich das nochmal ändern, bitteschön? Weil das ist irgendwie so verschoben. Ja gut, aber da macht dort ein bisschen so ein Schlenker. Das ist auch okay. Also daran scheitert das Ganze nicht. Man sieht, die können fahren. Was ich hier noch mache, ist weg mit der Ampel. Die Ampel muss weg. Ne, hier hatten wir die Ampel. Zack, einmal den. Sehr gut. Und hier oben haben wir eh keine Ampel. Also jetzt bewegt sich's hier wieder. Hier bewegt sich's nicht richtig, weil wir hier halt tatsächlich auch nochmal eine Ampel haben. Das werden wir auch ändern. Mit einem Kreisel, wenn es geht. Da überlappt's. Was haben wir denn hier? Das Umspannwerk? Ja, das Umspannwerk haben wir hier hauptsächlich. Dann machen wir hier zumindest auch mal, Kollege Ampel, weg. Haben wir hier wieder Riesenverschiebungen von Fußgängern? Wahrscheinlich schon. Das ist halt auch immer ein Grund, warum man dann tatsächlich Stau hat. Ja, hier unten sehen wir es. Da sind viele Leute unterwegs, hier auch. Aber wir sind halt wieder beim Thema jetzt hier überall Überführungen. Und zwar irgendwie bei jedem Kreisel. Das ist einfach nicht wirklich, Spielspaß. Ich sag's, wie es ist. Hier haben wir auch Stau. Wir haben aber auch Nachfrage schon wieder. Sollen wir nicht eher uns um die Nachfrage kümmern? Die fahren ja. Also die fahren jetzt aber, glaube ich, sozusagen neu wieder. Dann kommen die hier auch in die Gänge. Das ist wunderbar. Wir kümmern uns um stehende Autos. Jetzt hatte ich gerade eine Folge bei Transport Fever 2, wo wir mal wieder irgendwie uns um stehende Züge gekümmert haben. Ich würde mal hier eine Überführung machen. Also das machen wir sicher. Zack, einmal den. Und dann einmal diesen hier. In, ja, sagen wir mal 10 Metern Höhe. Irgendwie hier rüber. Da könnten wir eigentlich die Energie-Mod bemühen. Weil es wieder überlappt macht und tut. Wir machen das mal, nehmen die dann aber wieder raus und gehen von hier rüber. So, dann Energie wieder raus und dann sollten wir hier eigentlich runterkommen, hoffe ich. Die 10 Meter haben wir ja. Gehen auf 0. Ja, geht halt auch nicht. Okay, Energie-Mod, ahoi. Mach mal. Dankeschön. Dann können wir das hier nämlich vernünftig machen. Zack, einmal da rein. Mal gucken, ob es vernünftig ist. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Es wird aber, glaube ich, bereits genutzt. Und hier würden wir dann gerne den hier haben. Zack, da rein. Jawohl. Passt. Sehr gut. Energie-Mod raus. Dann. Ich gucke da hinten gleich nochmal, wie es aussieht. Dann hätten wir gerne die Fußgängerstreifen weg. So, wobei da oben brauchen wir es eigentlich. Weil von hier nach hier haben wir ja noch nichts. Aber wie sieht das jetzt aus hier? Also das funktioniert, das wird auch bereits genutzt. Und das hier... Ist das wieder der Schatten oder... Nee, das ist eigentlich eine Treppe, aber man sieht... Nee, das sieht Käse aus, das nehmen wir nochmal weg. Mach mal. Nee, nicht mit dem, sondern mit... Wo hatten wir es denn? Hier, mit dieser Straße, bitteschön. Gerne nochmal mit der Energie, wenn es nicht anders will. Oder funktionieren will. Und dann da rein. Ja, jetzt müsste es, glaube ich, hinhauen. Jawohl, jetzt kommt man hier rüber, kommt hier rauf und kann hier diese Überführung nutzen. Jetzt ist aber natürlich genau der Fußgängerstreifen. Das ist aber sowas von genau der, der eben weg muss. So, gut. Haben wir weiter hinten rein? Nee. Also, jetzt bitte fahren. Jetzt habt ihr hier keine Leute mehr im Weg. Weil das kann genutzt werden. Man sieht, ja doch, es wird genutzt. Also, dann haben wir das. Nachfrage.
Wo hatten wir die? Hier unten war sie. Genau. Oh, sogar wo Nachfrage nach hoher Dichte. Sehr gut. Wir haben überall Nachfrage. Das werden wir uns gleich mal gönnen. Und Düsen. Halt, was haben die hier? Nicht genügend Strom. Okay. Ja, ist eigentlich okay. Wir haben doch hier ein Umspannwerk und ich habe das eigentlich in Ruhe gelassen. Wo war das denn? Sonst müssen wir hier nochmal ein Umspannwerk machen. Kriege ich das da hin? Jawohl. Was macht's gleich nochmal? Lärm gering. Okay. Zack. Anschließen mit dem hier. Unterirdisch. Von hier nach... Wo haben wir denn den Strom? Hier unten ist, glaube ich, was. Ne, das ist das Wasser. Jetzt fehlt da eine Straße. Irgendwas fehlt immer. Wo haben wir denn hier den Starkstrom? Weit, weit weg. Da hinten irgendwo. Warum sehe ich denn hier den Starkstrom nicht? Ich bin unter der Erde. Das müsste eigentlich passen. Ja, machen wir hier halt mal den. Den. Hier rüber. Ich sehe aber tatsächlich einfach den Starkstrom nicht. Hier müsste doch irgendwo das Ding sein. Habe ich wieder irgendeine Mod aktiv, die das verhindert? Das gibt's doch nicht. Wir gehen hier mal rauf. Auf 0. Jetzt sehe ich es. Da unten ist es. Jetzt sehe ich es wieder. Aber da fließt irgendwie kein Strom. Was ist denn jetzt kaputt? Moment, da bin ich stehen geblieben. Hier. Wir sind schon wieder unter der Erde. Aber kein Wunder, dass man da nichts sieht. Da fließt irgendwie kein Strom. Das müssen wir natürlich ändern. Zack, okay. Habe ich irgendwas gekappt? Hier rein. Okay, das müsste doch eigentlich... Was ist das hier? Geh du mal noch da rein. Hilft nichts. Die produzieren hier keinen Strom. Lager. Doch, die produzieren Strom. Warum wird denn das nicht dargestellt? Wenn wir hier nochmal gucken, jetzt fließt wieder ein bisschen was. Aha. Okay, dann hat sich das reguliert. Dann geht das nach hier hinten. Jetzt jammern die hier. Ne, die jammern nicht. Die haben Strom und die verteilen den auch wieder. Genau hier runter und... Noch hier mal rausgehen. Ja, dann haben wir hier trotzdem ein Problem. Beim Straßenwartungsdepot. Das hängt, glaube ich, einfach auch nicht hier dran. So, jetzt nochmal ranhängen an die Straße und... Jawohl, jetzt passt. Hier brauchen wir Leichenwagen. Das ist okay. Also, wir düsen nochmal zurück nach hier hin. Ja, da haben sie schon wieder ein bisschen was hingestellt. Das finde ich sehr schön. Da auch nochmal ein bisschen was. Hier hinten ebenfalls. Und jetzt haben wir ja diese... diese Nachfrage hier nach Wohnnachfrage mit hoher Dichte. Würde ich gerne mal kurz bemühen, diese Wohnnachfrage. Das wäre die hier. Und die machen wir. Mal sicher hier hinten hin, würde ich sagen. Und wenn wir hier nochmal ein bisschen Platz haben. Da haben wir nochmal einen Riegel. Und hier nochmal. Zack, zack. Und hier gerne auch nochmal. Dann Gewerbe. Gerne wieder hier, dann können sie einkaufen. Sehr gut. Und die Büros wieder vorne. Büro, bitteschön, danke. Ja, hier war was anderes. Hier wollen wir die hohen Bürotürme haben. Dankeschön. Da auch noch, wenn es geht. Weil das sieht schon cool aus jetzt hier. Also so sieht halt Miami Beach tatsächlich aus. So wie ich es in Erinnerung habe. Hier mit einer Straße durch, genau. Hier vorne. Und hier haben wir tatsächlich die ganzen Hotelkomplexe. Und hier halt mit eigentlich Stegen raus. Ja, falls ihr was geschrieben habt, von wegen... Moment, ich muss mal den hier. Von wegen, dass man hier irgendwie noch was Beachiges hinstellen könnte, Türme oder irgendwas. Das kann ich auch nicht gelesen haben, weil die Folge ist noch nicht online, während ich das hier aufnehme. Die kommt erst in ein paar Stunden raus. Also, weil das werden wir sicher noch in Angriff nehmen, wenn wir es denn können. Ja, das ist abbruchreif, das ist auch richtig, weil das gehört hier nicht hin. Machen wir gleich wieder weg. Bitte baut da die Büros hin. Und es wäre mal wieder Zeit für einen Park. Wo haben wir Parks? Eigentlich überall. Aber hier gibt es auch nochmal einen großen. Zack. Dann wäre es Zeit, nochmal zu prüfen. Genau. Die haben hier keine Briefkästen. Das ändern wir natürlich auch noch. Da haben wir welche. Ja, sonst haben wir die, glaube ich, tatsächlich relativ gut verteilt. Aber so eine Postsortierstation hätte ich gerne noch. Lärmmittel. Sollen wir die hier unten hin machen? Nee, komm, die machen wir irgendwo hier oben. Oder haben wir hier schon eine? Moment. Ach, wir haben schon eine Postsortierstation. Wir machen nochmal eine Erweiterung. Oder zwei sogar. Zack, sehr gut. Oh, hängen wir nicht an der Straße dran? Nein, hängen wir nicht. Dann machen wir das nochmal. Wir machen das mal in die Richtung. So, das sieht doch richtig nach einer staatlichen Post aus. Die haben aber auch Mühlberge. Haben wir das beim Hafen auch noch?
Tatsächlich. Was können wir da noch machen? Weil wir haben kein grundsätzliches Müllproblem. Sehen wir hier. Wir könnten noch mal irgendwie... Also die Deponieverfügbarkeit ist eh uninteressant. Die brauchen wir gar nicht mehr, die Deponie. Sondern... Ja, wir machen noch mal ein Recyclingzentrum. Das macht halt... Ja, die Bodenverschmutzung mittel. Das ist halt... Ich möchte hier keine Bodenverschmutzung haben. Oder haben wir die nicht eh schon wegen dem Hafen? Also das ist vielleicht tatsächlich falsch gedacht. Bodenverschmutzung. Nee, da haben wir gar keine Bodenverschmutzung. Hier oben haben wir sie da, wo wir sie wollen, weil das alles in die Richtung geht, also die Luftverschmutzung. Ja, dann ist es halt trotzdem nicht schlau, wenn wir hier irgendwas hinmachen. Oder ist das zu verkraften, wenn wir hier ein bisschen Bodenverschmutzung haben? Ich denke, ja, kommt. Wir versuchen das mal. Wir testen es mal. Wenn wir hier so ein Recycling-Dingens hinstellen. Zack, okay. Und gerne irgendwie noch mit den Upgrades. Und zwar Müllwagen. Und dann haben wir hier das Teil. Das machen wir mal in den Rücken. Gleich zweimal. Damit, oder dreimal, damit die hier vernünftig arbeiten können. Und dann das Teil noch dazu. Gleich auch mal nochmal zweimal, damit das hier richtig was Großes wird. Sehr gut. Also hier die Müllverarbeitung. Das sollte denen hier helfen. Wie kommt man denn hier runter? Ach, indem man hier durchfährt. Genau, wir haben hier null Verkehr. Also ich glaube, so richtig brummen tut das Teil auch nicht. Angestellte haben wir viele, Effizienz 56 immerhin. Ja, und wir sehen, es wird schon Lager, hier wird schon tatsächlich was gemacht. Es ist aber irgendwie zu wenig. Also warum haben wir denn hier tatsächlich kaum Verkehr? Ist interessant. Hier oben? Hier ist auch nichts. Hier haben wir halt das wieder. Das haben wir ja gerade ausgebaut hier. Ist natürlich, diese Abfahrt ist auch irgendwie ein bisschen nicht so ideal. Weil, ja gut, aber die dürften hier halt auch nicht einfädeln, wenn sie in die Richtung wollen. Das müsste hier oben eigentlich klar zu erkennen sein. Das hier ist links abbiegen, das ist geradeaus. Hat es noch gekracht? Nee, auf was warten die denn hier? Auf bessere Zeiten? Die wollen da alle rüber. Sollen wir das nochmal weiterziehen? Ich glaube, wir machen das hier nochmal ein bisschen weiter vierspurig. Wir könnten ja das Ganze sogar so machen, dass wir vom dreispurigen ins vierspurige gehen. Also sprich, dass wir das... Oh, die Energie muss weg. Und das irgendwie so machen. Und dann hier dreispurig. Dass wir sozusagen... voreinfädeln können. So, hier wird es breiter. Hier wird es ziemlich breit. Geht hier breit über die Brücke und dann kann man hier vorne dann nach da hinten. Ja, und jetzt müssen Sie das erst wieder verstehen, was wir hier wollen. Da bin ich aber guter Dinge, dass das dann irgendwie noch passiert, bevor Weihnachten ist. Hier haben wir auch ein Müllproblem. Ich bin mal gespannt, ob das hier hinten beim Hafen jetzt dann langsam mal weg ist. Es müsste. Haben wir hier Müllfahrzeuge? Gehen wir davon aus. Wollen wir denn die Fahrzeuge, die Anzahl, Lärm? Gelagerter Müll, 0. Ich sehe hier die Fahrzeuge nicht. Gelagerter Müll, 0. Ja, okay, da ist noch nichts passiert. Die Bezirke. Die Bezirke möchte ich nicht. Hier, aktive Fahrzeuge, 3. Ja, also wir haben ja Müll, das steht ja hier. Also müsst ihr euch um den Müll kümmern, ist relativ klar. Nachfrage nochmal schnell gucken. Die ist weg hier. Wir haben noch nach... mittlerem Dingens. Gewerbe haben wir immer noch. Wir haben schon wieder Büronachfrage. Ja, dann lassen wir uns hier nicht lumpen, würde ich vorschlagen. Wir düsen hier mal weiter. So, das gibt wieder Skyline. Oh, da haben wir ein neues Gebäude. Multistory Multimedia. Okay. Dieses Bürogebäude im klassischen Stil beherbergt Medienunternehmen, die Unterhaltung, Information und alles dazwischen anbieten. Sein Äußeres lockt Touristen an, die einen zeitlosen Klassiker zu schätzen wissen. Sehr gut. Was natürlich jetzt immer noch fehlt, fällt mir gerade auf. Richtig, die Straßenbahn. Und die U-Bahn wollten wir da noch machen. Ei, es ist halt, wenn man dann halt wieder anfängt und all die Sachen hier sieht, dann kümmert man sich halt zuerst darum. Aber die U-Bahn ist natürlich tatsächlich auch relativ wichtig. Was war jetzt hier noch? Irgendwas fiel mir doch gerade ein. Ach so, ja, die hier. Genau, die mittleren oder die gemischten Wohngebäude. Die könnten wir eigentlich hier hin machen. Hier in diesem Bereich. So, dann mittleres Wohn hätte ich gerne hier noch ein bisschen. So hinter der Skyline im Prinzip. Das müsste auch wieder reichen. Jetzt haben wir hier noch was dazu gekriegt. Achso, ja, das Gebäude halt natürlich, genau. Plus 2 Büro, das ist stadtweit, stadtweit, stadtweit. Also wir haben alle stadtweit, das Interesse und so weiter. Die Uni haben wir. Haben wir die Uni? Ich glaube schon. 5% Wohlbefinden in einem Umkreis. Das klingt schon mal gut. Wo stellen wir dich hin? Hier hinten hätten wir natürlich noch ein paar Wohnungen sogar. Wenn wir dich hier irgendwo hinkriegen. Oder hier hinten. Ein Kilometer ist ja so weit.
Also das müsste da eigentlich gehen, dass wir dich hier hinhängen. Oder hier oben. Zack. Das müsste für die hier auch wirken, sozusagen. Ja, das ist ein staatliches Gebäude. Das sieht voll stark aus. Oh, ich liebe solche Großstadtsachen als Modell. Das ist halt einfach etwas extrem Cooles. Gut. Büronachfrage geht zurück, was wir jetzt heute noch gar nicht gemacht haben, die Industrie. Und ich verspreche jetzt nicht, dass wir morgen, in der Folge von morgen, die U-Bahn machen. Weil ihr habt gesehen, das geht halt vergessen, wenn man dann tatsächlich irgendwie plötzlich an was anderem wieder dran ist. Aber wir machen die U-Bahn in absehbarer Zeit. Das kann ich, glaube ich, soweit versprechen. Hier mal den. Zack, 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 zack. Zack, das noch dazu. Dann sollten wir hier die Nachfrage auch wieder runterkriegen. Wir haben aber sogar noch Nachfrage, man sieht es, nach dünn besiedeltem Wohnen. Dann machen wir das auch mal noch. Ufer brauchen wir nicht, wir brauchen die hier. Und setzen dich, was habe ich jetzt hier oben hingesetzt? Die Industrie, ja, da wo sie hingehört. Dünn besiedeltes Wohnen, ja, vielleicht in dem Bereich hier hinten. Dass hier nochmal ein paar kleine Häuschen entstehen. Und hier haben wir ja sowieso auch noch Fläche. So, dann hätte ich hier gerne wieder einen Park. Ist einfach wichtig, denke ich. Und wir könnten natürlich jetzt auch mal wieder die Abdeckung kontrollieren. Von dem ganzen Bereich. Mit Kliniken ist okay. Wie sieht es aus mit der Bildung? Ist nicht so ideal. Oh, apropos. Die Uni. Das hier müsste doch die Uni sein. Jawohl, eine Uni haben wir. Und wie sieht das hier aus mit dem Verkehr? Auch nicht so ideal. Was hier fehlt, ist ein Parkplatz. Den kriegt er noch. Und zwar einen großen. Oder ein überirdisches Parkhaus. Ja, das kommt hier hin. Ne, dann wird da hinten das zerstört. Das Parkhaus ist hier. Und hier gibt es noch einen Parkplatz dazu. Ne, es überlappt. Aber hier kommt der Parkplatz hin, da überlappt gar nichts. So, für die Uni-Leute, eine Bushaltestelle wäre hier natürlich auch nicht so falsch. Fährt hier ein Bus durch? Ne, wo haben wir denn die Buslinie? Irgendwo da hinten müssten die Busse sein. Buslinien, ahoi. Ja, hier unten ist er. Ja, dann wird es Zeit für eine neue Buslinie, beziehungsweise für die U-Bahn. Wisst ihr, wie wir das dann machen, so wie ihr es geschrieben habt? Das ist natürlich 10-mal schlauer. Nämlich, dass wir uns die Punkte suchen, wo wir sozusagen einen Ausgang haben für die U-Bahn. Das wäre zum Beispiel hier bei der Uni. Dann irgendwo da unten natürlich. Sprich, die U-Bahn-Station setzen und die dann verbinden. Also das werden wir so machen. Wir werden nicht irgendwo anfangen, runtergehen und irgendwo rauskommen, sondern wir überlegen uns das. Also hier ist für mich ganz klar, hier gehört eine U-Bahn-Station hin und eine Bushaltestelle natürlich auch. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch, was ist denn hier? Kein Fußgängerzugang. Ja, aber... Ja, was denn? Wir haben doch hier einen Gehsteig. Hier ist doch ein Fußgängerzugang. Das finde ich ja ganz interessant. Ich wollte eigentlich gerade Feierabend machen, aber Moment, wir setzen das mal hier hin. Dann haben wir hier keinen Fußgängerzugang. Hä? Was hat denn das Ding hier für ein Problem? Moment, ich nehme mal eine Straße. Das müsste doch passen. Zieh mal hier noch eine Straße durch. Wähl das mal ab. Beziehungsweise Kurve. Und hier runter. Das nützt auch nichts. Was hat denn das Teil jetzt hier für ein Problem? Die Energy-Mod haben wir ja aus. Also das sollte kein Problem sein. So, ein eingezingeltes Parkhaus. Und trotzdem hat sie ja ein Problem mit den Fußgängerdingens. Kein Fußgängerzugang. Es braucht eine Bürgersteigverbindung. Das hier ist doch ein Bürgersteig. Also das kann mir doch keiner erzählen. Sie bürgersteigen ja. Also sie sind doch hier am Laufen. Am Gehen. Verstehe ich gerade nicht. Naja gut, wir gucken uns das in der nächsten Folge nochmal an und dann kommt aber auch die U-Bahn. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss, bye bye.